Hey Leute! Was geht? Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier bei Spiel mit mir! Ja Leute, wir sind hier heute mal wieder im Laserzone in Bielefeld. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal, dass wir hier heute filmen dürfen. Was haben wir heute vor, Felix? Wir spielen Hide and Seek. Ellie, ich sehe dich auch gar nicht. Ich bin nur ich bin auch gar nicht da. Ja, ihr versteckt euch schon. Wir spielen Hide and Seek. Oh ja, Eva ist natürlich auch dabei, gerade hinter der Kamera. Ja, wir spielen Hide and Seek und wir spielen mehrere Runden. Wir gucken mal, jeder wird auf jeden Fall einmal suchen müssen. Ich würde sagen, ich bin einfach freiwillig. Ich nehme zuerst die Kamera und ich suche. Und Felix, was machst du hier? Du steckst also deinen Kopf. Hallo. Felix steckt fest. Felix steckt fest. Ich gehe da oben auf diese, ich sag mal, Aussichtsplattform-Turm-Dings, ne? Und ich zähle, ich zähle bis, ja, 15 muss reichen, ne? Ja, tschüss. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also man hat von dieser Aussichtsplattform, wir können ja mal hier so hinfilmen, hat man eine gute Übersicht, aber ich schummel nicht. Ich gehe extra hier hin, damit ich wirklich nichts sehe. Ja, yes, Leute, wir spielen mal Runden, also jeder ist mindestens einmal dran. Und ja, mal gucken. Also wer als erstes gefunden wurde, der muss gleich als nächstes natürlich suchen. Und ja, ich bin auf jeden Fall einfach nur gespannt. Wir haben uns ein Zeitlimit gesetzt von 3 Minuten und ich bin einfach gespannt. Das ist hier eigentlich eine ganz gute Ecke. Ist natürlich ein bisschen Risiko, wenn sie hier hochkommt. Aber vielleicht sucht sie auch erstmal unten. Das wäre natürlich mega nice. So Leute, ich komme. Also, ich bin jetzt auf dem Weg. Okay, sie geht runter. Gemütlich los, aber ich sollte mich schon. Ich habe irgendein Geräusch gehört. Okay. Das kam, glaube ich, von. Vielleicht sollte ich ein bisschen ruhig sein, weil hier ist noch ein Turm. Hier kann ich nämlich runterschauen. Das ist ja nicht verboten, also. Ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. Oh, ich habe Eva gefunden. Ich habe Eva gefunden. Hallo. Ich habe dich gefunden. Okay, ja, das war richtig. Okay. Ich dachte, ich filme nicht so durch dieses Fenster. Nee, sorry, Eva. Dich habe ich gefunden. Ich habe einen Schatten gefunden. Nee, das ist dein Schatten mit der Kamera. Ganz ehrlich, das ist mein Schatten. Ja, ich finde das hier mega. Da läuft doch jemand, oder nicht? Das ist auch eine sehr dunkle Ecke. Ich bin ehrlich, ich habe Schiss. Warum sind hier so Ausrufezeichen auf dem Boden? Ich bin ehrlich, ich habe richtig Schiss. Hello. Eva, kannst du bitte näher? Ich komm. Da sitzt doch jemand. Guck mal! Das sieht man doch nicht. What? Claudia, guck mal! Oh mein Gott, aber ganz ehrlich. Geiles Verschnitt. Mega nice. Respekt. Richtig. Nur noch Felix, wie viel Zeit? Wie, was sagt die du Zeit? Hast noch, du hast noch 30 Minute Sekunden 4. Ungefähr. Was? 33 Sekunden, 32 Sekunden. Es läuft runter. Oh Mann. Oh Gott. Ellie geht jetzt einfach die ganzen dunklen Ecken, aber obwohl sie sich ich fürchtet. Ich habe so Angst. Ich bin da. Zeit ist um. Okay. Zeit ist um. Zeit ist um. Okay. 9 Sekunden warst du drüber, als Felix, du hochgegangen bist. Die Zeit ist rum, du kannst Felix! Hallo! Hä? Na. Hä? Sag mir aber nicht, du warst die ganze Zeit da. Vielleicht nicht. Okay, das ist natürlich sehr clever, ne? Da ist er, da kommt er, da kommt er gelaufen. Ganz in der anderen Ecke mit dir, ich weiß ganz genau. Claudia weiß gar nichts. Clever! Okay, ich habe Eva zuerst gefunden, ziemlich flott. Jeder hatte eine andere Strategie, nein. Das fand ich voll cool. Also ich fand Claudias, also das war sehr clever, jetzt am Anfang zurückzurennen. Das war ja Master-Level. Dafür hat er ein T-Shirt an. Claudias Versteck war auch geil, einfach komplett in der dunklen Ecke da. Und das war so geil, wie du einfach so gehockt hast. Ich musste du hast sie richtig gut gesehen, ich hatte überhaupt halt nichts gesehen. Ich hatte die Hoffnung, dass ihr da so dran vorbeilaufen. Nicht mit mir. Nee. Nice, also Eva darf als nächstes und wir verstecken uns. So ihr Lieben, ich werde nun suchen und ja, eine Minute werde ich hier jetzt warten. In meinem Kopf zähle ich gerade schon so ein bisschen mit runter. Ich denke mal, ich warte bestimmt schon mindestens 30 Sekunden. Schwierig alles, schwierig. Ich mache mal die Augen zu, damit ich auch nicht sehe. Die sind eh schon alle weg und ich entspanne mich einfach ein bisschen. Bereite mich so mental darauf vor, gleich hier suchen zu müssen und hier rumzurennen. Ich hoffe, ich finde auch jemanden früh, damit es tatsächlich, damit jemand mir die Kamera abnimmt. Ah, warte. Okay, das ist natürlich schwierig, weil... Irgendwo da hinten ist sie. Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz so schlau, hier oben zu bleiben. Ich glaube, ich gehe einfach wieder runter. Und wir haben eine Minute gewartet. Und es geht los. Mal gucken, wen ich finde. Ich glaube, Felix wird das nicht nochmal machen.
Deswegen bin ich da eigentlich ganz gut auf der sicheren Seite. Aber guck mal, wie groß das hier ist. Will hier jemand? Nein. Ich höre jemanden. Ich gehe jetzt erst diese dunklen Ecken hier ab und dann gehe ich nach oben. Und wieder zu. Sie hat mich nicht gewusst. Ich bin sicher, dass es Ellie war. Oh, das ging ja voll. Was ist das? Ach nö. Ich hab dich da gesehen. Ah, ja, weil diese Fenster da, glaube ich, auch. Ach Mann. Ja, durch die Fenster habe ich dich tatsächlich gesehen. Benno, das ist ja blöd. Warst du in der dunklen Ecke? Dann filme ich jetzt. Ja, ich war da. In der dunklen Ecke. Du hast noch 2 Minuten, so. Bisschen weniger. Das war lieber dunkel. Hallo, ob ich jemanden sehe oder finde. Hallo, ist da jemand? Nein. Nun rein die Schritte, ne? Ich dachte gerade, ich höre Schritte. Ich höre Stimmen. Ich höre die Schritte, die Stimmen! Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's hier ernst. Nein. Du hast noch 1:15, 1:10. Mega, ich hätte mich mega erschrocken, wenn da jemand tatsächlich gewesen wäre. Okay, und die letzte Minute. Hier bei ihm versteckt. Die ist wieder weggelaufen, voll gut. Richtig gut. Hallo! Oh mein Gott, mit Erschrecken? Felix gefunden! Hey, okay, Claudia. Nein! 40 Sekunden, um Claudia zu finden. 40 Sekunden. Die noch da ist. Okay, Leute. Ich muss. Ich renne um mein Leben. Sie ist hier! Sie ist hier! Ich hab sie auch gesehen, ich hab sie auch gesehen! Sie ist weg! Nur raus! Okay, letzten 10 Sekunden. Nein! 10 Sekunden, wo ist sie jetzt? 10. Ich weiß es nicht, aber ich hab sie gesehen. 10 Sekunden. Sie ist weggeholt. Okay, Claudia, du wurdest gesehen. 5, 3, 2. Ich Claudia. Kann nicht mehr! Claudia, du kannst rauskommen. Hallo, ich bin hier. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt. Vielleicht war es ein Geist oder so. Ich war die ganze Zeit da. Das war wirklich wie so eine Maus. Und ja. Ellie, hast du das gesehen? Ich hab so einen Schatten gesehen. Das war unheimlich. Ich hab Claudia gesehen. Das war ein bisschen unheimlich. Ich war nicht da, Leute. Nee. Dann 2 Punkte für mich, 2 Punkte für Ellie. Ja. Ja, genau. Ihr wisst Bescheid, wir waren die ganze Zeit da in der Ecke. Würde ich sagen, mach ich als nächster, weil du warst ja gerade schon und danach wurde ich entdeckt. Yes, let's go. So Leute, jetzt bin ich dran mit Suchen und ich hocke mich hier mal hin und gucke nicht, wo irgendjemand hingeht. Vielleicht mache ich sogar die Augen zu. Und dann gucke ich einfach mal, bis ich suchen kann. Ich finde Sackgasse jetzt. Oh. Aber es ist vielleicht auch nicht schlecht, am Anfang zu sein. Franziska! Ich habe so Angst, ich finde das hier so unheimlich. Ich will hier nicht in diese Ecke alleine. Okli dunkli, 1 Minute ist um und ich suche jetzt. Ich habe nach etwa der Hälfte der Zeit einen Franziska vernommen. Und da piepst gerade auch noch jemand. Hoch jetzt Nase drin. Jetzt bin ich ja verwirrt. Okay, ich mach einfach mal ganz schnell. Ich laufe, ich lasse mich nicht erschrecken. Ich weiß nicht, ob das beste Versteck hier ist, weil Claudia war auch neben mir. Geh einfach ganz schnell durch. Oh, da war ein Geräusch. Die wollen mich wohl austricksen hier. Da jemand? Nein. Wenn ich ganz schnell laufe, haben sie keine Chance, sich neu zu verstecken. Hier war ich wohl mal. Das Eva. Hi. Okay. Aber schnell. Also ich wollte schon mal nicht als erstes kommen. Da, wo du warst, war ich in der ersten Runde. Ein Start von dem Kaffee! Ellie! Ellie, das ist ein Kaffee! Halt, stopp, Polizei! Verdammt! So, jetzt hier nur noch Claudia. Wieso? Ich laufe einfach hier komplett woanders her als er. Irgendwer muss schnell mit ihm mitlaufen. 2 Minuten 50 sind wir jetzt. Jetzt sind es nicht mehr 1,5 Minuten, aber du hast noch über 1 Minute Zeit. Über 1 Minute Zeit. Tschüss. Ganz schön warm, wenn man das so ist. Ja, aha. Deswegen hat er auch ein T-Shirt an. Ja, weil ich wollte eigentlich so. Das ist aber auch ich habe nicht damit gerechnet, dass da echt jemand ist.
Das ist mega schon, ne? Creepy. Ja, wir, das ist richtig. Wir klauen einfach meine Verstecke. Mhm. Was? Ja, cool. Ich hab 3-3. Ja, ehrlich, du führst ja jetzt schon. Du machst dir dann das heißt, jetzt müsst ihr ja noch Claudia suchen. Ja. Mhm. Obwohl sie gerade Beste war. Ja. Vielleicht findet Claudia auch alle in der Zeit. Dann das stimmt, da hätten wir gleich dann. Steche geben. Ja. Oder Felix ist der Tages. Oder wir machen es nach Zeit, weil Felix hatte tatsächlich noch ungefähr 30 Sekunden übrig. Stimmt. Aber das können stimmt. wir dann entscheiden. Noch 30 Sekunden. Wenn Claudia alle findet, wie lange sie noch übrig hat. Alles klar, sehen wir dann, wie es überhaupt ist. Mal sehen, was wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Liebe Leute, nein. Nein, ich drehe mich weg. Ich gehe auch hier extra runter, liebe Leute. Und mache meine Augen zu und zähle. Und 1, 2, 3. Ich höre Stimmen. Spannend. Okay. Ich komme! Ich mache mich schön laut und bemerkbar, damit ich das hier auch, damit die Leute, die drei hier, schön Angst kriegen und gleich losrennen, weil die wissen nicht, dass ich hier jetzt ganz schnell unterwegs bin. Ich will das Ding hier nämlich gewinnen. So sieht es nämlich aus, liebe Leute. Deswegen gehen wir hier einmal schön zack für zack durch. Okay, keiner ist hier. Ich muss aber auch gucken, ob ich die höre. Ich hab dich so und Eva und Felix. Wo ist er hin? Weiß ich nicht, nehm dir die Kamera. Leute, ihr seid meine Zeugen. Claudia! Ja! Doch, natürlich hast du mich gefunden. Zeit stoppen wir theoretisch als erledigt. Ich hatte bei dir noch, glaube ich, knapp 40 Sekunden, ja. Oder? Ja. Dann hab ich's gewonnen! Ja. Ja. Hey. Ich bin um mein Leben gerannt. Nice. Ist. Nein, ich hatte Glück, weil ich hatte dann Felix und dann stand da plötzlich Eva. Ja, weil ich weggelaufen bin, weil ich dachte, Felix kommt zu mir hoch. Nice. Aber du hattest das nicht überall. Sehr gut, das Versteck. Ich hab bei der Runde einfach hardcore betrogen und dann ungültig aus der Claudia gewonnen. Ja, Claudia, du hast gewonnen. Du bist unser Hide-and-Seek-Queen. Für heute. Nur für heute. Nur für heute. Nur für heute. Nur für heute. Es gibt eine Revanche, oder nicht? Es gibt auf jeden Fall eine Revanche, Leute. Jetzt das gönnt mir den Sieg und seid ruhig. Wer die Revanche sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Danke nochmal an Laserzone, dass wir heute sein dürfen und Lasertech spielen durften. Wir haben den letzten Video gesehen und heute der Sieg. Ja. Und das war es natürlich nicht, denn hier gibt es nämlich auch richtig cooles 3D-Schwarzlicht-Minigolf, der hier im Bielefeld. Deswegen schaut hier mal vorbei. Alle Infos findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Und ja, hat wie gesagt mega Bock gemacht. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Dankeschön. Und ja, lasst gerne da noch oben da, Glocke aktivieren, abonnieren, kommentieren, alles. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wisst ihr was? Versteckt mich jetzt. Tschüss. 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 Was?